Ja, herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Autowerkstatt Simulator 2018 auf meinem Kanal. Die neue Woche hat begonnen, heute 14 Uhr jetzt hier wieder im Autowerkstatt Simulator 2018. Kurbelwellenriemenscheibe V8 brauchen wir. Werden wir mal direkt besorgen. Kurbelwellenriemenscheibe V8. Das wäre die hier, die werden wir brauchen. Werden wir einmal montieren. Die muss dann aber festgeschraubt werden, ne? Ja. So, das war's hier zumindest. Was hätten wir dann hier oben? Hier oben hätten wir die Kolben mit Pleuelstange. Wären 6 Stück. Pleuelstange. Dann besorgen wir 6 Stück neu. Pleuel. Pleuellager? Nein, nicht die. Ich will die Pleuellagerdecke haben. 6 Stück. So, dann werden wir das nämlich nutzen und montieren. Dass wir das direkt mit haben. Was brauchen wir? Wir brauchen die Kolbenringe. Wir brauchen die Kolbenringe, sonst funktioniert das nicht. Dann werden wir die auch noch eben holen. Kolbenringe. Ich kenne sie anders aus. Egal. Kolbenringe. Wenn aber nicht mit W geschrieben, die Kolbenringe. Ah, geht. Geht. So, dann werden wir die montieren. Jetzt müsste es aber gehen. Zack, und die Kolbenringe dazu. Und zack, sehr schön. Dann den nächsten Kolben. Da haben wir auf jeden Fall noch einiges zu tun, Leute. Ich weiß gar nicht, ob wir heute überhaupt mit dem Motor fertig werden. Ich denke mal, da müssen wir dann am Mittwoch um 14 Uhr weitermachen. In der Folge, dass wir den Motor fertig kriegen. Das ist schon heftig, was an den Wagen dran ist. Vor allem mit dem ganzen Reparieren und Instandsetzen und sowas. So, und da vorne noch einer. Mit Pleuelstange. So, Leute. Dann werden wir den einmal drehen, den Motor. Wir werden die ganzen Teile hier drunter montieren. Kurbelwellenlagerdeckel werden wir auch noch brauchen, aber jetzt erstmal die Pleuellagerdeckel, die wir alle fest montieren müssen. Ist auch schon einiges an Arbeit. Kriegen wir aber alles geschafft, Leute. Kriegen wir alles geschafft. So. 3 Stück noch. Jetzt da oben wieder.
Da haben wir das fertig soweit. Und der letzte Pleuel-Lagerdeckel. Dann haben wir das soweit fertig. Und können dann die Kurbelwellen-Lagerdeckel noch machen. Schwungrad kommt gleich. Kurbelwellen-Lagerdeckel brauchen wir insgesamt 5 Stück. Wenn ich richtig zählen kann. Ja, Kurbelwellen-Lagerdeckel. Kurbelwellenlagerdeckel. Brauchen wir 5 neue. Dann werden wir das natürlich auch hier alles montieren wieder. Dann können wir anschließend noch die Ölwanne montieren. Ist die Unterseite soweit fertig. Brauchen wir da im Prinzip nicht mehr dran. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Das auf jeden Fall. So. So. Dann wollen wir mal schauen. Welchen Wagen würdet ihr denn gerne sehen bei einer Restauration? Hättet ihr da irgendwelche Wünsche oder Vorschläge? Ölwanne R6B. Ja, so in Richtung Sportwagen, Limousine oder in welche Richtung würdet ihr da gehen? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Vielleicht lässt sich da ja was realisieren. Von Blackjack weiß ich zum Beispiel, dass der eher so auf Sportwagen hinaus ist. Das wäre kein Problem, das können wir machen. Wir müssen nur gucken, dass wir erstmal gut Geld erwirtschaften hier. Dass wir uns wirklich auch Sportwagen holen können. Die können wir dann meinetwegen auch noch sogar tunen. Zylinderkopf R6B. Zylinderkopf R6B. Zylinderkopf Haube R6B. Dann werden wir die natürlich auch noch nutzen. Die wir mit sicher brauchen. So. Dann brauchen wir Zündkerze. 6 Stück. Dann brauchen wir Ventilstößelstange, brauchen wir 12 Stück und 12 Kipphebel. Das werden wir aber gleich machen. Wir werden erstmal das montieren, da haben wir genug mit zu tun. Die langen Schrauben reinjagen erstmal. So. Die Zündkerzen rein. Wahnsinn, Leute. Wahnsinn. Ford Bronco, der Motor hier, der sieht echt heftig aus. Hier gibt es auf jeden Fall einiges zu tun. In der Werkstatt. Vor allem viele Schrottautos, die man restaurieren kann. Die Stößelstange R6B, genau. Deswegen habe ich die nämlich nicht gekauft, weil ich mir schon fast gedacht hatte, dass wir das Besondere sind. Ventilstößelstange R6B. Brauchen wir einmal 12 Stück von den Dingern. Dann holen wir noch die Kipphebel anschließend, wenn wir die montiert haben. Das werden wahrscheinlich auch R6B Kipphebel sein. Gehe ich mal ganz stark von aus. Nee, das ist ein ganz normaler Kipphebel, okay. Gut, dann nehmen wir die direkt mit. Kipphebel.
Und dann werden wir die da auch direkt holen. Kipphebel. 12 Stück auch. Dann haben wir das auch soweit zusammen. So. Sehr schön. Leute, das sieht gut aus. Wir kriegen ja einiges geschafft. Der Motor sieht richtig gut aus mittlerweile wieder. Es geht relativ fix alles zusammen. Von daher kann man da eigentlich nicht meckern, Leute. Wenn es so weitergeht, haben wir den Wagen vielleicht sogar noch in der nächsten Folge fertig. Ja gut, nicht in der nächsten Folge fertig, aber wir können schon einiges schaffen in der Folge dadurch. Das ist auf jeden Fall positiv. So, Ventilstößelstange. Den Kipphebel direkt wieder draufschrauben. Die nächste Ventilstößelstange. Und auch den Kipphebel wieder drauf. Und dann noch die restlichen 5 Stück. Dann haben wir das geschafft. Dann sollte es soweit gut sein. Dann können wir vielleicht die Haube wieder drauf machen. Dann sollte das eigentlich passen. So, Kipphebel drauf. Sehr schön, Leute. Dann machen wir das soweit noch fertig. Können wir vielleicht noch ein paar Einzelteile machen. Dann sollte das eigentlich passen. Auch von der Zeit her, von der Folge. So, Zylinderkopfhaube. Kommt drauf. Zack. 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 So. Dann kommt ihr einfach mal Zündverteiler hin. Den holen wir neu. Zündverteiler. Das wollte ich nicht. Ich wollte Tablet haben. So, holen wir den mal neu, den Zündverteiler. Zündverteiler. Zündverteiler Läufer. Zündverteiler Kappe. Wenn wir alles drei wahrscheinlich brauchen, denke ich mal. Beziehungsweise denke ich nicht mal, ich bin mir relativ sicher. Dann brauchen wir noch Klamm. Ja, das war nämlich die falsche. Zündverteiler Kappe R6A. Da brauchen wir die für. Sieht fast identisch aus, aber ist wieder eine andere. Okay. Egal. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen jetzt noch hier zweimal Klammer lang und einmal Zündkabelsack R6B. Zündkabelsatz R6B. Zack. Und zweimal die Klammer lang. Klammer lang. Auch mit zwei neue. Und dann sollte es eigentlich relativ gut passen hier.
Haben wir hier die Klammer dran, den Zündkabelsatz dran. Und dann die Klammer auf der anderen Seite. Aber da. Dann sieht das soweit gut aus. Der Motor ist eigentlich soweit fast fertig, außer Getriebe und alles hier. Generator, Servopumpe und alles sowas. Aber das machen wir dann am Mittwoch fertig um 14 Uhr in der neuen Folge Autowerkstatt Simulator 2018. Wir sind mit dem Motor eigentlich, würde ich mal sagen, fast durch. Da sollte zumindest nicht mehr viel fehlen. Das sollten wir in der nächsten Folge auf jeden Fall schaffen. Von daher, danke euch soweit erstmal fürs Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, gerne liken, gerne abonnieren. Und dann werden wir hier dann am Mittwoch weitermachen. Schaut auch in die Projekte rein. Was ich euch für empfehlen kann, ist aktuell das Projekt Mini Metro auf meinem Kanal. Kommt dienstags und donnerstags jeweils um 14 Uhr. Und ansonsten Project Hospital, das Projekt kommt täglich um 17 Uhr. Die beiden Projekte kann ich euch echt wärmstens ans Herz legen. Die machen richtig viel Fun momentan, genauso natürlich auch wie Landwirtschaftssimulator. Aber ja, bis dahin, Servus und Tschüss.